So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever Multiplayer Projekt. Ich bin's, euer Zagom. Ja, mit einem weinenden Auge mache ich heute diese Session. Ich muss sagen, das war ein tolles Projekt, aber so wie scheint, ist das heute für mich meine allerletzte Folge aus der Staffel 1. Ja, es war ein tolles Projekt, hat mir gefallen. Freue mich aber natürlich mit dem lachenden Auge wieder auf die Staffel 2. Noch ein bisschen heute, 30 Minuten, einfach nur schauen, was wir erreicht haben auf unserer Insel. Viel bauen möchte ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also Kante seinen Tipp noch umsetzen. Danke Kante an dieser Stelle. Ich soll doch den Straßen hier verbreitern. Ja, meine Lieben, es hat Spaß gemacht mit euch hier diese Session zu machen. Ich bin bereit für auch eine weitere Session. Freue mich darauf, auf die nächste Session. Heute mal auch mit Original Sound und Musik. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben viel erreicht in diesem Spiel, in dieser Zeit. Wir hätten noch vieles besser machen können, das ist klar. Aber so im Gesamten, wenn wir unsere große Stadt Fluss im Januar mit 3356 Einwohnern mal anschaut, ist es gar nicht so schlecht geworden. Natürlich Kantopolis immer noch unschlagbar. Ja. Mit ihren 5500 Einwohnern. Ho Chi Minh Stadt 2.9. Auch wieder gefallen, aber. Auch ein bisschen Zug treiben. Nochmal schauen. Neutristram mit 3400 Einwohnern. Nicht schlecht, hier läuft es wunderbar. Ach. Was ich jetzt beobachten wollte, ist dieser Zug hier. Na, speichert bestimmt gerade. Macht er gerade nicht. Vollbild. Jetzt sind wir an der Kurve vorbei, wo es 251 beschränkt ist. Und wir sehen, der TGV hat noch nicht einmal das erreicht. Und jetzt bremst er auch schon wieder ab.
wieder so eine Bremsstelle. Okay. Tolles Treiben hier. Wenn ihr Lust und Laune habt, schreibt doch in den Kommentaren, wie euch das Projekt gefallen hat. Oder ich versuche noch die allerletzte Folge, ein Livestream noch zu machen für euch auf meinem Kanal. Ganz sicher ist es noch nicht. Werden die anderen noch vielleicht das eine oder andere dazu sagen in ihren Videos. Werde das erst noch mal abklären, dass ich nächsten Sonntag, und das ist der 23. Juli, ein Livestream von dieser Multiplayer Community, nein, Community ist falsch, von K-Maps Multiplayer Projekt. Kante, Patre, Marktus und ich zeigen, um einfach zu schauen, was wir so erreicht haben, die andere ihre Eindrücke vielleicht zeigen können oder sagen können, wenn sie Zeit haben natürlich. Ich euch nochmal als im Einzelnen bestimmte Sachen zeigen möchte, was ihr vielleicht noch gerne wissen wollt. Auf Twitch Zagomi bin ich dann dort zu finden. Ja, meine Lieben, ihr merkt das, ich bin heute recht down, also mir fehlt die Motivation heute da weiterzumachen, weil ich bin irgendwie traurig und hier staut sich alles. Das lösen wir auch gerade noch mal auf. Wegpunkte. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich so nicht. Ich wollte eigentlich anders. Na gut, was soll's. Ist passiert. Neue Industrie kommt auch wieder. Also auch ein paar Mitfahrten vielleicht heute mit unserem Güterzug. Hier unsere erste Linie, was wir erstellt haben mit der 103. Einfach herrlich. Unser Schnellzug zum Patre, unser Regiozug. Ja, da hat sich einiges getan hier. Dort warten wir auf den Gegenzug. Aus dieser Perspektive sieht das Gleisvorfeld doch schon wieder ganz anders aus. Jetzt ist die Frage, was passiert da vorne mit dem Zug? Ja, das könnte ja. Sind wir auf dem falschen Gleis, oder? Nein. Kommt jetzt noch mal einer rein? Ah nein, das sah bloß aus.
alles gleich vorfällt, gefällt mir jetzt persönlich noch nicht so. Das würde ich eventuell nochmal nachbessern. Aber es hat sich jetzt erledigt. Fällt mir noch was auf? Kein Logo, das ist natürlich schlecht. So, es geht weiter. Ja, man merkt, die Karte ist jetzt so langsam auch unspielbar für manche von uns. Was heißt unspielbar? Also es, wir haben schon ziemliche FPS-Einbrüche. Mal wieder ein bisschen grün. Und ein weiterer Güterzug, der... Ach, das war der Brot, unser Brotzug. Lebensmittel eigentlich. Ja, wenn ihr Mod-Vorstellungen habt in der Staffel 2, wenn ihr gewisse Mods haben möchtet, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind noch nicht final mit den Mods, wir sind uns da auch noch nicht ganz schlüssig und einig. Könnt ihr sie gerne noch in den Kommentaren schreiben. Danke an Jens, die Bigger Train Station habe ich auch schon vorgeschlagen, möchte ich auch unbedingt haben. Vor allem, wenn wir dann mit der Geschichte Industrie arbeiten. Was da genau wir uns vorstellen, ist noch nicht final. Da sind wir uns noch nicht ganz einig geworden, werden wir aber demnächst uns antun und nochmal darüber sprechen. Genau genommen für mich heute, für euch ist das dann schon in der Vergangenheit. Und wir haben unseren Güterkopfbahnhof erreicht in Oberneutristram. Und verlassen diesen Bahnhof mit einer 180 Grad Drehung. Ist jetzt auch nicht so wild. Und der Zug fährt weiter wieder zu Kantopolis Werkzeug und holt dort das Werkzeug ab. Er müsste jetzt durchrauschen. Da ist der nächste. Ja, solche kleine Züge mag ich persönlich eigentlich nicht. Ich möchte Güterzüge in lang, ziemlich lang. In meiner ersten Community Map habe ich ein 720 Meter Zug erreicht. Durch die Mod Bigger Train Station war das auch möglich, also habe ich 750 Meter Zug gehabt. Doppeltraktion, Vierfachtraktion sogar. Vier amerikanische Loks draufgesetzt. Und gegen später noch bessere, nur Zweifachtraktion, also Doppeltraktion gesagt. Ja, das war ein super Teil. Leider kriege ich diese Karte auch nicht mehr zum Laufen. Mit dem Beta-Patch, derzeitigen Beta-Patch. Der am 26.07. released wird. 2017, ja, für Leute, die es in... Für die Zukunftsleute, ja, auch 2017 hat man Transportfieber gespielt.
Oder da hat man mal sowas gespielt, wenn man in 20, 30 Jahren noch sich mal sowas anschauen sollte. Wer weiß, was bis dahin alles passiert ist. Urban Games macht sich ja mittlerweile auch schon Gedanken über die Zukunft, deswegen gab es ja dieses Zukunfts-Modding-Wettbewerb. Wer weiß, was in die Zukunft noch alles passiert, aber ich habe gerade das grüne Licht doch gesehen im Auge, im Winkel. Wir warten und warten und das ist schlecht. Also diese Planung muss in Staffel 2 deutlich besser werden. Die Komplexität, da muss man echt noch viel, viel, viel größer, wahnsinniger denken, dass das auch funktioniert. Ja. Wir warten jetzt unsinnig an einer Stelle, weil hier ein Zug steht. Und dieser Zug hier im Weg steht, weil von dort einer kommt. Das somit schade, weil die warten jetzt Ewigkeiten. Es ist vorher, wo wir gegen gewartet haben. Und dann stauen sie sich hintereinander. Wäre natürlich nochmal eine Option, ein weiteres Gleis dann einzufügen, dass der Zug wirklich da rein und raus fährt. Es sind Möglichkeiten, was man noch hätte machen können. Unsere Güter werden natürlich auch noch besser bedient. Hätte man bedienen können. Vor allem hier noch nichts angebunden. Holz wollte ich auch noch machen. Wartende Passagiere. Ja. Sein Kommen und ein Gehen. Also es läuft trotzdem irgendwie. Hier warten nicht so viele. Da läuft es nicht ganz so, weil das in Konkurrenz steht. Was heißt Konkurrenz? Also fordernd. Aber man sieht, es werden beide Linien angenommen. Hier kommen die Leute, die Busse kommen nicht weit genug vorwärts. Tja. Viel Stau auf den Straßen. Die Frage ist, warum? Warum macht er so ein blöder Knicks? Kürzester Weg, aber das ist doch echt blöd. Ich möchte das eigentlich nicht so haben. Weil die sollen hier außen rum fahren. Und das ist mit dem neuen Patch definitiv möglich, dass wir da einen Wegpunkt setzen.
Weitere Statistiken. Fällt mir noch ein, da hat einer gefragt wegen Statistiken. Ja, Statistiken könnt ihr im Livestream dann sehen. Auf Twitch Zagomi am 23.07. Ich denke mal, es wird Nachmittag sein, so 15 Uhr standardmäßig, wenn ich kommen sollte. Heute kommt es natürlich auch später, heute am Sonntag. Wollen alle raus. Könnte man mogeln, eine Hauptverbindung wird unterbrochen. Und sozusagen machen wir es anders. Ja, meine Lieben. Halbe Stunde schon bald schon wieder rum. Also das geht doch recht fix, trotz dass man nichts macht. Meine Fahrzeuge auch nicht mehr so schlimm. Eine Fahrt noch mit unserem ICE. Was haltet ihr davon? Ist gerade einer zugegen? Würde mich auch interessieren, ob der. Da hat einer Trams im Depot. Und weiß nicht, was anfangen damit. Knapp 50 Millionen unsere ICEs, die wir natürlich auch noch ersetzen. Ich denke, so langsam werden sie auch wieder ins Alter kommen. 23 Jahre schon im Einsatz. 3 Minuten Takt. Ah, unsere Busse hier. 29 Jahre kommen auch so langsam. Ende Zeit zum Wechseln. So, dann fahren wir mit dem mit der erst gerade direkt in Etzbach angekommen beim Patre. Und dann fahren wir einmal mit diesem ICE mit und ich verabschiede mich bei euch und aus der Staffel 1. Abschluss wird noch Livestream definitiv folgen. Wer den genau macht, ist wirklich nicht 100% sicher. Auf meinem Kanal, sollte es Kante streamen, ist es natürlich, werde ich ihn hosten. Also werdet ihr durch meinen Kanal, auf meinen Twitch-Kanal, definitiv auch den Stream verfolgen können. Also da braucht ihr euch keine Angst mehr haben. Oder ich mache es selber. Das ist nicht ganz sicher, aber ich denke, dass ich den Stream mache, den Abschlussstream. Er hat den Einstiegsstream gemacht, also. Oder vielleicht doch noch jemand ganz anderen. Auf jeden Fall, es war mir eine Ehre für euch. Hat mich gefreut, dass ihr Teil dran habt. Und wir sehen uns und ich freue mich, euch dann auch wieder in der Staffel 2 begrüßen zu dürfen. Start der Staffel 2 wird noch geklärt. Wir haben gesagt, mit dem Beta-Patch, mit dem Release des Beta-Patches,
Allerdings sehe ich darin jetzt im Moment ich persönlich, das ist nur meine persönliche Ansicht, sehe darüber jetzt nicht ganz so, dass wir es alles noch ein bisschen pausieren. Für ein, zwei Wochen oder auch vielleicht einen ganzen Monat Sommerpause machen und dann mit der Staffel 2 mit neuem Elan, mit perfektionistischen Map und richtigen Mods durchstarten zum, ja, September ist noch kein Herbst, aber ich würde sagen, so zum Richtung Schulanfang wieder für einigen und Arbeitsbeginn, wenn es wieder hoffentlich etwas angenehmer und kühler wird. Ja, ich bin kein so ein Heißmensch, aber ich bin auch kein Kaltmensch. Also es sollte eigentlich das, was zurzeit mit dem Wetter los ist, entweder kalt oder heiß. Aber es gibt kein so, ja, es ist angenehm Wetter. In diesem Sinne, euch noch viel Erfolg und viel Spaß. Und wir sehen uns in Staffel 2. Das war aber. Entschuldigung, das war jetzt aber richtig böse.